Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mountains of Tacanio. Beim letzten Mal haben wir ein Gehege mit einer Gyrosphärenfahrt gebaut und die zwei Torvosauren, die dieses bewohnen, haben auch wieder tolle Namen von euch bekommen. Und jetzt geht's weiter mit einer neuen Folge von Mountains of Tacanio. Und wir werden uns in dieser Folge in einen anderen Bereich des Parks begeben, denn mittlerweile ist diese Seite vom Park schon sehr gefüllt mit den verschiedensten Gehegen und Lebewesen. Also da haben wir schon, glaube ich, recht gute Arbeit geleistet. Ich finde es besonders cool, dass hier so viele Höhenunterschiede drin sind. Und dass dann auch im Hintergrund die Berge zu sehen sind. Das gefällt mir richtig gut, so soll es ja auch sein. Ist ja auch schließlich irgendwo das Motto von dem Park, Mountains of Tacanio. Macht ja auch Sinn. Aber wir begeben uns heute hier vorne in den Bereich. Das ist hier noch unser erstes richtiges Gehege, wo auch Wege drumherum gehen. Das erste Gehege ist ja hier vorne, das ist ja eher so eine Begrüßungsinsel. Aber hier hatten wir noch einen Weg auf der linken Seite, der hier abgeht. Nämlich diesen hier. Genau an dieser Stelle möchte ich weiterbauen, weil wir haben hier noch eine Menge Platz. Also das ist wirklich krass. Wir haben hier noch Platz und wir haben hier vorne noch ganz, ganz viel Platz. Also mal schauen, wie viel wir von dem Platz noch nutzen. Weil irgendwann wird, glaube ich, auch die Performance ein bisschen schlechter, wenn man zu viel baut, gerade mit Mods. Das kann dann ganz schnell dann auch doof sein. Aber ich werde jetzt erstmal die Fläche hier so ein bisschen von Wald befreien. Und dann schauen wir uns das mal an, wie viel Platz hier ist und was wir dann hier hinbauen können. Weil ein Gehege sollten wir ja locker hinkriegen, denke ich. Ich werde jetzt, denke ich mal, hier den Weg dann auch so ein bisschen erhöht weiterführen. Allerdings ist mir das, glaube ich, schon ein bisschen zu hoch. Ich werde ja auch wieder darauf achten, dass ich da einige Höhenunterschiede drin habe zu den anderen Gehegen. Den Übergang können wir dann gleich auch noch ein bisschen schöner machen. Erstmal eine kleine Grundhöhe rausfinden. Ich glaube, die hier ist ganz gut. Und jetzt können wir den Weg erstmal so weit einzeichnen. Wäre natürlich ganz schön von der Form, wenn das dann hier wieder so geschwungen so ein bisschen weitergeht. So finde ich das gar nicht so schlecht. Vielleicht können wir auch bei dem Weg noch so ein bisschen Höhenunterschiede machen. Aber ich will den natürlich jetzt erstmal einzeichnen. Wir schauen uns jetzt mal die Rundung soweit an, ob die gut ist. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin, dass das cool aussieht. Boah, das ist ganz cool. Sehr schön. Und hier vorne können wir sogar auch noch ein bisschen Platz rausholen. Hier so in diese Richtung. Wäre jetzt cool, wenn man hier noch das Ganze mit Höhenunterschieden machen könnte. Dass wir hier dann auch noch mal ein bisschen runtergehen. Das ist dann aber auch so eine Arbeit, die man dann am Ende perfekt machen muss. Wenn dann alle Sachen platziert sind. Weil ihr wisst ja, ne, sobald man irgendwelche Sachen platziert, gerade Gebäude und Steine und, die ganzen platzierbaren Objekte, dann werden sowieso die ganzen Höhen nochmal verstellt. Deshalb muss ich jetzt erstmal nur grob planen, wie ich das haben möchte. Und dann erstmal viele, viele Sachen und Gebäude platzieren. Also gehegetechnisch stelle ich mir natürlich vor, dass dann hier eher so in die Richtung was ist. Aber ich finde das hier mit den Klippen gar nicht so schlecht auf dieser Seite. Dass es dann hier so ein bisschen runter geht. Vielleicht könnten wir hier auch noch so einen Laden hinmachen. Diese Seite oder irgendein Geschäft oder sowas. Wäre, glaube ich, ganz cool. Das passt hier ganz gut hin. Dann auf die andere Seite des Gehege. Wird, glaube ich, nice aussehen. Mal schauen, ob wir das so schon platzieren können. Die Frage ist auch, was platzieren wir da hin? An Geschäften. Ich glaube, das Restaurant würde ich am hübschesten finden. Vielleicht könnten wir auch zwei Sachen dahin platzieren. Dass wir hier so einen kleinen Plaza machen.
hier ein Restaurant hin. Und vielleicht gleich daneben noch eine Bar. Hier ist die Bar. Restaurant und Bar finde ich immer sehr gut kombinierbar, weil die vom Stil her sehr schön zusammenpassen. Und dann könnten wir die Bar ungefähr so platzieren. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Vielleicht mit ein bisschen Abstand. So. Wird jetzt übrigens Remod angemacht. Dann werden die Gebäude nämlich direkt aufgebaut. Ist immer ganz angenehm. Ich hätte vielleicht erst den Weg da zeichnen müssen. Fällt mir gerade mal ein. Und ansonsten funktioniert das nicht mehr vernünftig von den Einrastpunkten her. Gehen wir mal eben bis hier. Und jetzt können wir die Bar daneben platzieren. So ist cool. Aber dann hat man hier so einen richtig schönen Platz, der gebildet wird. In den Wegen. Das ist nice. Sehr schön. Und dann könnten wir auch hier vorne noch ein Stück vielleicht so weiterzeichnen. Müssen wir dann nochmal hier machen. Kleines Zwischenstück. Dann ist dann da nämlich auch der Übergang ein bisschen schöner. Gleiche wie hier. Hier bin ich sogar am Überlegen. Ich weiß nicht, ob man das hier noch hübscher hinbekommt. Oder sogar ein bisschen schräg hier, sehe ich gerade. Müssen wir es gleich da auch nochmal ein bisschen gerader machen. So ist super. Und dann haben wir hier wirklich eine schöne Wegfläche schon mal geschaffen. Mit zwei Gebäuden. Da könnten wir gleich auch noch einen Zaun drum ziehen und dann die Klippen wieder ja, so abfallend machen. Dann können wir hier mal gucken, wie wir das mit dem Übergang machen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Schön, wenn das auch mal ein bisschen interessanter wäre. Vielleicht könnten wir das mal so machen. Auf der Seite auch. So ein bisschen abgerundet. So. Sehr schön. Hier die Wegfläche schließen. Sieht doch einigermaßen gleichmäßig aus. Ich könnte das jetzt hier sogar noch ein bisschen anschrägen, damit das noch gleicher ist. Wenn ich das hier vernünftig hinkriegen würde. Vielleicht rundet er das hier auch immer ab die ganze Zeit. Geht natürlich auch. Aber der Weg spackt hier gerade mega ab. So, vielleicht in der Art. Aber auch das sogar noch verbreitern. Sieht eigentlich ganz interessant so aus. So als Übergang. Ich weiß nicht, ob man hier jetzt noch irgendwas zwischenkriegen würde, aber ich versuche jetzt erstmal. Wohl einen Zaun brauchen wir da eigentlich gar nicht platzieren. Vielleicht kriegen wir da irgendeine Pflanze oder sowas zwischen. Oder so Lampen. Wir könnten hier auch mal so Lampen platzieren. Die habe ich auch noch gar nicht benutzt. Aber wir haben ja auch hier so Steine und sowas. Vielleicht können wir da einfach mal Steine zwischen machen. Ist doch, glaube ich, ganz cool. Müssen wir mal schauen, dass die gut kombiniert sind. Da gibt es ja auch zwei verschiedene. Oh, die sind sogar ein bisschen kleiner. Das ist ganz cool. Schön, dass man die so ineinander platzieren kann. Das gefällt mir richtig gut. Von solchen kleinen Deko-Elementen brauchen wir unbedingt noch mehr. Ich hoffe, da kommen noch einige weitere Mods irgendwann raus. Gerade diese Deko-Sachen, finde ich, bereichern das Spiel ungemein. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Könnte man das auch als Gehegeabgrenzung nehmen. Wenn man dann bestimmte Dinosaurier da drin hat, könnten da ja eigentlich auch nicht rüberlaufen. Wenn die nicht gerade für so ein Berggelände geeignet sind. Aber finde ich nicht schlecht. Ist mal was anderes. Hätte man sogar hier außenrum noch machen können, aber ich belasse das jetzt einfach mal beim Zaun. Der Zaun ist hier auch noch nicht ganz perfekt, muss ich sagen. Kann sein, dass ich den gleich nochmal ein bisschen anpasse. Ihr seht ja, der ist hier. Oh, es geht aber eigentlich. Also er ist nicht ganz nah am Weg dran, wie es sein sollte eigentlich.
Wäre eigentlich cool, wenn hier noch Lampen drin wären. Wartet mal. Würde man sogar zwischenkriegen, aber die sind ein bisschen klein, ne? Nee, das ist leider ein bisschen zu wenig. Vielleicht an den Rand. Ganz cool eigentlich. Finde ich gar nicht so schlecht. Lassen wir doch die zwei Lampen da. Vielleicht könnte man ja jetzt hier noch so eine Viewing-Galerie abgehen lassen. Auf einer anderen Höhe, ungefähr in diesem gleichen Stil. Vielleicht auch mit diesen Felsen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Aber das können wir jetzt mal ausprobieren. Hier so ein bisschen runtergehen. Von der Höhe. Ich weiß gar nicht, ob die Posi gut ist. Ich glaube, wir könnten sogar noch ein bisschen rüber gehen. Also so hier in diese Richtung. Ja, die Höhe ist nicht schlecht. Dann machen wir erstmal lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Ich glaube, da mache ich den Weg hier dann so runter. So ein Doppelbreit. Ja, ich glaube, das ist ganz nice. Und dann hier so eine schöne Wegfläche noch einzeichnen. Gut, wenn die dann ungefähr im gleichen Winkel ist wie der Weg da oben. Muss jetzt auch nicht alles haargenau gleich sein und parallel. Mache ich jetzt einfach mal nach Augenmaß. Passt dann schon. Dann hätten wir hier so eine kleine Viewing Gallery, die dann hier runterschauen lässt. Finde ich gar nicht schlecht. Ich weiß nur nicht, ob der Übergang hier nicht zu krass ist. Und ist dann überglättet. Oh, es geht eigentlich. Hätte man hier auf jeden Fall noch so einen schönen Höhenunterschied. Und ich frage mich jetzt gerade, ob wir hier als Abgrenzung dann vielleicht mal diese Felsen machen könnten, die wir auch vorhin schon benutzt hatten. Hier so außenrum. Ob das funktioniert und gut aussieht, ist dann die Frage. Ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das erst alles platzieren mit den Felsen. Hier drumherum. Weil die halt auch viel an der Höhe und sowas ändern. Müsste da, glaube ich, auch ein bisschen variieren. Die haben auch eine leicht andere Farbe, kann das sein? Ne, es sieht nur im Licht, glaube ich, so aus. Alles entspannt. Dann so als Abgrenzung. Ich weiß halt nicht, ob man dann da noch vernünftig rüberschauen kann. Hier nochmal eben einen hin. Und dann wechseln wir nochmal auf die anderen. Ah, das waren die falschen. Diese hier natürlich. Ja, sehr schön. Dann hätte man da so eine Abgrenzung mit Felsen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir das jetzt absenken. Das aussieht. Gehen wir mal auf diese Höhe runter. Machen mal hier das an die Klippe ran. Dass man dann da direkt die Klippe hätte. Muss man natürlich aufpassen, dass es dann nicht so schwebend aussieht. Das ist wichtig. Aber das könnte man ja hinkriegen. Pinsel jetzt schon mal darüber mit Stein. Sieht an sich relativ interessant aus. Ist nur die Frage, ob das wirklich sicher genug ist, aber eigentlich schon, ne? Eigentlich reicht das als Absicherung, dass die Leute da nicht runterplumpsen. Sind ja auch nicht ganz blöd und lebensmüde, die Leute. Hier nochmal ein bisschen anheben, damit die Felsen nicht so schwebend aussehen. Bin mir da echt unsicher, ob ich das so lassen werde. Und mir das gefällt. Aber ich glaube, das wird man erst später sehen, wenn wir das Gesamtbild so fertig haben. Und noch so ein bisschen begrünen. Macht, glaube ich, auch noch mal viel her. Also so schlecht finde ich es jetzt nicht. Aber ich finde es jetzt auch nicht mega überragend. Ich fand es von dieser Seite sehr cool. Aber von dieser gefällt mir das nicht ganz so gut. Vielleicht, wenn wir hier vor gleich noch was gestalten, dass das dann noch mal cooler aussieht, das könnte ich mir vorstellen. Aber ich finde es an sich nicht schlecht, dass hier das Wasser vor ist. Direkt. Finde ich eigentlich ziemlich nice.
Sobald wir da gleich die ganze Weg- und Besuchergestaltung auch fertig haben, können wir uns dann auch so ein bisschen dem Gehege widmen. So, in diese Richtung. Oh, hier mit dem Höhenunterschied finde ich eigentlich auch ganz cool hier, muss ich sagen. Hier dann so eine kleine Bucht lassen. So, das finde ich schon gar nicht schlecht. Dann müsste man nur hier dann noch ein bisschen Wasser entfernen. Das dann hier so enden lassen. Finde ich schon von der Aufteilung gar nicht schlecht für das Gehege, muss ich sagen. Gut, hier können wir den Berg dann auch noch ein bisschen stutzen. Ein bisschen mehr Platz haben. Aber ich würde auch gar nicht zu viel machen. Ich glaube, ich würde ja sogar den Berg so ein bisschen erweitern. Muss ja jetzt auch nicht das riesigste Gehege werden. Vielleicht noch so ein Turm oder so auf dieser Seite. Das könnte man überlegen. Dass wir hier nochmal einen Turm abgehen lassen. Diese Richtung. Dass man dann halt einmal über den Weg rüberschaut. Das finde ich auch mal ganz schön. Dass hier dann so der Turm hinkommt. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist nicht schlecht. Und dann würde ich auch fast sagen, dass wir jetzt schon mal uns überlegen können, was wir da ins Gehege platzieren. Weil hier oben an dem Weg werde ich jetzt gar nicht mehr so viel machen. Zumindest von der Grundgestaltung her. Vielleicht noch gleich den ein oder anderen Felsen. Das müsste ich halt alles jetzt schon platzieren. Auch Bäume und sowas, ne? Und also diese ganzen platzierbaren Objekte, das ist echt immer ganz schön gemein, dass man das so früh alles platzieren muss, weil das halt hier auch mal alles zerstört. Wenn man irgendwo was hinplatziert. Da kann man ja lieber schon fast zu viel platzieren, als dann zu wenig. Wäre fast besser. Ich meine, so ein paar Felsen können nicht schaden. Jetzt sehe ich einfach mal random irgendwo hin. Doch hier so am Rand. Vielleicht können wir da auch mal die ein oder andere platzierbare Pflanze machen. So, diese hier. Die Felsen ran. Habe ich auch mal ganz schön. Gerade hier vorne könnte man das echt gut mit diesen Pflanzen nochmal machen, ne? Am Rand. Finde ich nicht schlecht. So. Kann man dann ja auch gleich noch mit anderen Pflanzen kombinieren. Mit diesen größeren. Aber ist halt im Nachhinein, wie gesagt, schwierig, wenn man das nicht vorher plant. Ist halt RIP, ne? Hier können wir es dann nochmal mit denen machen. Ich glaube, ich werde hier sogar das Wasser richtig nah ranziehen so und dann hier komplett entlang gehen lassen. Das finde ich, glaube ich, ganz cool, bis hier vorne. Dass wir dann mal so einen richtig schön abgesteckten größeren Wasserbereich haben. Da kann dann hier auch ein bisschen spitzer zulaufen. So sieht das doch sehr, sehr gut aus. Und dann könnten wir schon mal anfangen, hier noch wieder einiges zu planen. Ich glaube, hier vorne mache ich das sogar dann noch ein bisschen größer, den Berg. Hier dieser Gang schmaler wird. Müsste man dann nochmal so die Klippe ein bisschen steiler machen. Ich werde jetzt, glaube ich, im Wasser mal versuchen, auch wieder ein paar von diesen Felsen da unterzubringen. Ich hoffe, das zerstört mir dann da oben nicht zu viel. Im Terrain, gerade wenn ich so an den Rand gehe. Ich darf auch sowieso nicht zu sehr an den Rand gehen, fällt mir gerade mal ein. Weil wir müssen ja auch noch den Zaun ziehen. Das vergesse ich diesmal nicht, den ziehen wir jetzt mal als erstes. Dass wir schon mal eine grobe Gehegeform dann bekommen. Weil sonst hat man immer dann Probleme später. Wenn irgendwelche Objekte oder so im Weg sind. Muss ja nicht sein. Der Zaun wird dann nachher unsichtbar, keine Sorge. Kennt ihr ja schon. Aber jetzt, während wir bauen, wird er jetzt sichtbar bleiben. Ich werde nur nicht, dass dann die Lebewesen da irgendwo Klippen hochlaufen und sowas, was sie nicht sollen. Und dann müssen wir hier das Stück natürlich auch noch einzeichnen, dass sie da auch nicht hochkommen. Und perfekt. Das wäre dann der begehbare Gehegebereich. Ist jetzt gar nicht so groß. Also
Obwohl, das ist schon groß, ne? Ja, doch, das ist schon groß. Das wirkt gerade kleiner, als es eigentlich ist. Also Sauropoden sind, glaube ich, easy drin hier. Ich würde jetzt auch noch gerne... Oder so ein umgefallener Baumstamm in schräg. Ja, sowas. Das wäre auch noch ziemlich cool. Ich glaube, ich muss erst diesen Baumstamm dann platzieren. Dann das ganz andere anzeichnen hier. Das passt. Ich weiß halt nicht, ob ich das hier wirklich dann so machen kann, dass ich hier noch diese kleinen Steine darauf platziere. Ich glaube, das blockt sich dann immer so ein bisschen gegenseitig. Sonst hier vorne könnte ich das dann hinmachen. Da muss ich dann echt mal schauen, dass ich das gleich vernünftig abgesenkt kriege. Jetzt müssen wir hier beigehen. Dann das Ganze wieder runter machen. Und dann gleich auch wieder Wasser hin. Und hier vorne natürlich das so aussehen lassen, dass der Baumstamm da wirklich drauf liegt. Okay, das ist nicht schlecht. Weil ihr wisst ja, ne? Die Büsche zu platzieren. Oder diese Anpinselung mit den Büschen mache ich immer als letztes. Macht ja auch Sinn. So, das verändert nichts und stört auch nicht oder so. Man könnte sich halt jetzt hier wieder ewig Zeit lassen. Dieser ganzen Gestaltung von den neuen Sachen. Das finde ich richtig cool. Wenn man da so viele Möglichkeiten hat. Ich weiß aber halt nicht, wie interessant das für euch ist zum Zuschauen, wenn ich diese ganzen Sachen platziere. Aber ich finde das toll. Ich liebe diese neuen Deko-Elemente. Ich werde da jetzt auch einige verwenden von, denke ich mal. Kann man dann auch kreuz und quer so ein bisschen platzieren, wie man möchte. Problem ist, hier zum Beispiel kann ich nicht hin, weil hier die Klippe so hoch ist. Das heißt, da hinten muss ich mich dann mit so Deko-Elementen, die halt richtig platzierbar sind, echt zurückhalten. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich muss mich da umso mehr hier vorne austoben, wo es halt geht. Ich mache hier dann auch mal so ein größeres Stück mit diesen Büschen hin, warum nicht? So. Vielleicht an den Rand auch nochmal. Dann gleich kombiniert mit den anderen Bäumen könnte das ganz cool aussehen. Was haben wir denn hier noch? Ich will mehr Felsen. Ich will mehr von diesen kleinen Felsen im Wasser haben, auf jeden Fall. So ein richtig schönes, felsiges Wasser geben. Auch ruhig mal so ein paar größere Stellen. Dass es nicht so gleichmäßig aussieht. Schön alles vollklatschen mit Felsen. Ich hoffe, das wird nachher nicht dann zu viel sein. Ich dachte, das wird ganz cool aussehen, wenn wir das dann noch den Feinschliff später noch verpassen. Ah, jetzt ist natürlich jetzt wieder alles angepasst. Immer das Gleiche. Egal. Einfach alles weiter voll spammen mit Felsen. Ja, hier kann ich leider hinten gar nicht rangehen an diese Gegend. Ja, hier geht's noch. Und jetzt können wir schon mal hier nochmal grob ein bisschen anpinseln. Wird wahrscheinlich schon viel helfen. Das Ganze lippiger und felsiger aussieht. Hier soll sowieso überall Klippe hin. Hier oben auch. Der ganze Rand ist ja hier felsig. Hier auch. Da kann man dann auch wieder ein bisschen übertreiben, ein bisschen zu viel lieber machen als zu wenig. Weil wenn dann die Büsche eingezeichnet werden, ist ja, dass es dann sowieso nochmal grüner wird.
Deswegen kann das ruhig alles ein bisschen felsiger sein, als es am Ende aussehen soll. So, und jetzt haben wir hier schon mal einen interessanten Grundriss. Als nächstes würde ich jetzt schon den Zaun mal eben unsichtbar machen, damit wir... Welcher ist das denn, der, ne? Ja, damit wir gleich die Bäume einzeichnen können und auch sehen, wie das Ganze dann aussieht. Bäume einzeichnen mit diesem Baumtool ist ja immer nicht ganz so schön, weil das sehr ungenau ist. Aber das kriegen wir, denke ich, mal hin. So sieht das Ganze jetzt aus. Finde ich schon nicht schlecht, so vom groben Grundriss. Ich hoffe, die Bäume sind jetzt auf meiner Seite, dass die sich gut platzieren lassen. Das mit den Bäumen mache ich ja dann meistens auch im Speed-Modus, einfach weil das immer sehr viel hin und her ist. Ich habe mich übrigens jetzt doch dafür entschieden, hier das Ganze wegzumachen, weil das irgendwie da schöner ist, wenn die da dann nochmal in Ruhe essen kann und man das dann echt nur gut von dieser Plattform aussieht. Das heißt, wenn die Besucher das sehen wollen, dann müssen sie auch wirklich zu dieser Plattform gehen. Könnte ich einfach schon vorher sneak peeken da drauf. Aber hier werde ich jetzt gleich eh die ganzen Feinheiten und so am Rand eh noch machen. Ich glaube, wir sind jetzt so vom groben Grundriss auch fertig. Also da wird gleich echt noch viel Speedbuild-Part für euch kommen, wo ich dann viel Terrainbearbeitung mache und, und. Hier müssen wir jetzt noch einmal schnell beigehen. Weil das sind halt alles Sachen, die nicht so spannend sind im Realtime-Part. Deshalb werde ich das gleich für euch beschleunigen. Hier machen wir nochmal schnell eine Wegfläche. Da werde ich jetzt auch gar nichts Großes machen draus. So. Machen wir das mal weg. Das weg. Und dann können wir eigentlich das Ganze... Aber wie mache ich das denn hier mit der Connection am besten, dass das schön aussieht? Vielleicht so. Dann so. Aber dann ist das hier doof. Dann könnten wir das lieber dann nochmal so abrunden. Ja, so ist gut. Das ist, denke ich mal, dann völlig ausreichend. Und dann haben wir ja schon unser nächstes Gehege. Also ich muss jetzt noch viele Büsche einzeichnen, Terraforming und einige Zäune. Und dann können wir schon die nächsten Lebewesen freilassen. Aber ich werde jetzt erstmal in Speedbuild-Part springen und wir hören uns dann gleich wieder.
Und in dieses Gehege kommt der Sauropode, der aktuell der längste Sauropode in Jurassic World Evolution durch Mods ist. Nämlich der Seismosaurus. Ein wirklich gigantisches Urzeitlebewesen mit einem massiven Hals und sehr schönen Farben. Ja, der sieht schon sehr cool aus. Ein sehr dumpfer Schrei. Gefällt mir aber gut. Ich glaube, der wird sich hier richtig gut machen in unserem neuen Gehege. Er wird natürlich da nicht alleine reinkommen. Da werden insgesamt, zumindest habe ich so geplant, 3 Stück davon reinkommen. Und für diese könnt ihr dann auch wieder tolle Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Dieser hier hat kein Rot mit drin. Der ist dann eher so schwarz-weiß. Aber ansonsten unterscheidet er sich, glaube ich, nicht so mega von dem anderen optisch. Nee. Obwohl so ein bisschen die Körperfarbe ist auch anders. Aber sieht auch sehr schön aus. Sehen die denn vom Weiten aus? Ja, richtig cool. Und das hier ist der dritte im Bunde. Ein grünlicher Skin. Sieht auch richtig cool aus. Ich hoffe, das sind jetzt nicht so viele. Weil die sind halt wirklich sehr, sehr groß. Aber ich denke mal, das geht, oder? Weil das Gehege ist natürlich auch riesig. Ist hier natürlich sehr schattig, auch auf der Schattenseite. Und da kommen unsere Seismos nach und nach geflogen. Ich glaube, die passen hier von der Größe her echt gut rein. Ich finde das hier echt cool mit den Steinen. Also irgendwie hat das was, wenn man hier so hintersteht und dann darunter gucken kann. Schon ziemlich cool. Ist mal was ganz anderes. Aber das passt größentechnisch wirklich sehr gut mit den Seismos, glaube ich. Das Gehege ist größer, als man irgendwie vermutet hat. Ich dachte irgendwie, das wäre kleiner. Aber ich denke, 3 Seismos ist da wirklich eine sehr, sehr gute Anzahl. Da schreien sie auch schon. Unsere neuen Bewohner, die tolle Namen von euch brauchen in den Kommentaren. So, ich zeige euch das Ganze nochmal schnell von oben. So sieht es aus. Unser neues Gehege. Finde ich sehr cool. Vor allem, dass die auch dann da rechts hochgehen müssen zum Fressen. Und auch hier, das da vorne ist wirklich ein Highlight. Das haben wir so auch noch nie gebaut. So eine Aussichtsplattform. Hier ist dann nochmal Restaurant und Bar. Aber das Ganze werdet ihr gleich jetzt auch nochmal sehen. Denn ich verabschiede mich jetzt von euch. Falls euch die heutige Folge von Mountains of Tacaño gefallen haben sollte, würde ich mich selber ein Like freuen. Und jetzt schauen wir uns nochmal gemeinsam an, was wir heute gebaut haben.